Ja, die Welt ist eine Ansammlung von komischen Tieren, die sich an das Leben klammern und mit Sätten amüsieren. Um gleich alle zu beschreiben, fällt die Zeit mir momentan. Und so führe ich nur einige als Beispiel an. Ja, ein Dramatiker ist ein Stückgeschreiber und ein Fanatiker ist ein Übertreiber und ein Botaniker ist ein Blumengießer und ein Romantiker ist ein Frauengenießer. Ein Philharmoniker ist ein Staatsmusiker, der Pension kriegt, wenn er nicht mehr gut gefällt. Aber was für ein Dicker ist ein Politiker, woher kommt er und was will er von der Welt? Aber was für ein Dicker ist ein Politiker, woher kommt er und was will er von der Welt? Die Amerikaner sind die Haupttouristen, die Lilliputaner sind die Zwergkopisten und die Persianer sind die Abgefetzten und der Mohikaner ist der Allerletzte. Ein Kokoliker ist ein Exzentriker, der sich selber seines Lebens nicht beraubt. Aber was für ein Dicker ist ein Politiker, ist er wirklich so vonnöten, wie er glaubt? Aber was für ein Dicker ist ein Politiker, ist er wirklich so vonnöten, wie er glaubt? Man braucht Kesselflicker und Autobuslenker, Elektrotechniker und Serviettenschenker. Vor Gericht braucht jeder einen Verteidiger. Dieser Verteidiger ist Akademiker. Ich bin kein Zyniker und kein Polemiker. Ich verehre diese Leute wirklich sehr. Aber was für ein Dicker ist ein Politiker? Eines Tages gibt's den sicherlich nicht mehr. Aber was für ein Dicker ist ein Politiker? Eines Tages gibt's den sicherlich nicht mehr.